Hi und willkommen zu einem neuen Video. Heute hier auf meinem Kanal mache ich eine Suppe für euch. Das Rezept stammt von meiner Mutti. Das heißt, das kann nur gut sein. Das ist sie wirklich. Und das Witzige daran ist, da kommen drei Zutaten rein, wo man denkt, passt das alles zusammen? Es passt. Kartoffeln, Nudeln und Reis. Alle drei Dinge gehen in den Topf. Wir brauchen kein Bouillon und kein Fond. Das heißt, gewürzt wird nur mit Gewürzen halt, Salz und Pfeffer und Kräutern. Und natürlich Gemüse. Ihr könnt frisches Gemüse nehmen, ihr könnt auch tiefgefrorenes Gemüse nehmen. Ich habe jetzt tiefgefrorenes genommen, das ist eigentlich völlig egal, es schmeckt genauso gut. Falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, hier auf Ron's Kitchen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Also los geht's und wir sehen uns nachher wieder. Ich beginne damit eine mittelgroße Zwiebel in kleine Würfel zu schneiden und das mache ich so. Da ich Knoblauch sehr gerne esse, gebe ich noch eine Knoblauchzehe dazu. Die würfel ich auch klein. In einen großen Topf, der sollte mindestens ein Volumen von 3 Litern haben, gebe ich einen guten Esslöffel Butter. Wenn ihr keine Butter mögt, könnt ihr auch einen Esslöffel Öl dazu geben. Sobald die Butter geschmolzen ist, dünste ich die Zwiebel und die Knoblauchzehe an. Sobald die Zwiebel und die Knoblauchzehe angedünstet sind, gebe ich das tiefgefrorene Gemüse dazu. Wie ich bereits zu Beginn erwähnt habe, ihr könnt natürlich auch sehr gut Frisches nehmen. Wirklich, es macht keinen großen Unterschied. Und nun gieße ich 1,5 Liter kaltes Wasser dazu und verrühre alles. Im nächsten Schritt bereite ich mir die Kartoffeln vor. Und zwar nehme ich 2 mittelgroße Kartoffeln, die ich dann würfel, schäl und würfel natürlich, 3 Esslöffel Reis und Nudeln, eine Handvoll. Das alles bereite ich mir jetzt vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Würfeln der Kartoffeln könnt ihr natürlich ganz normal mit dem Messer machen. Ich habe mir jetzt so einen Schneider dazu genommen, sowas ähnliches wie ein Nicer Dicer. Er macht für mich genau die richtigen Würfel, die ich benötige für diese Suppe. Und sie sehen auch noch alle gleichmäßig aus und das gefällt mir halt sehr gut. Bevor die Suppe anfängt zu kochen, gebe ich die klein gewürfelten Kartoffeln dazu. Und sobald sie jetzt wirklich anfängt zu köcheln, kommen die Gewürze und Kräuter dazu. Ich gebe erst noch 2 Lorbeerblätter dazu, dann die Nudeln, hups, aber ohne Gefäß natürlich. Und den Reis. Ich würze jetzt mit Majoran und mit Liebstöckel, beides getrocknet.
Ich gebe einen guten Esslöffel Salz dazu. Und dann noch Pfeffer. Ich lasse jetzt alles etwa 10 bis 12 Minuten köcheln, so lange bis Kartoffeln und Nudeln bissfest sind und der Reis gar. Ihr habt gesehen, ich habe getrockneten Majoran und Magikraut dazugegeben. Ihr könnt selbstverständlich auch ganz andere Gewürze dazugeben. Zum Beispiel Bohnenkraut ist ganz lecker. Da würde ich aber ganz wenig dazu nehmen, denn das ist relativ intensiv vom Geschmack und sehr dominant. Aber auch frische Petersilie, klein gehackt, passt sehr, sehr gut dazu. Rosmarin oder Thymian. Wirklich, man kann sehr, sehr gut variieren, was die Zusätze angeht. Und dann auch im Geschmack, weil wir haben ja kein Bouillon und kein Fond dazu gegeben zu der Suppe. Das heißt, wir würzen mit Salz und Pfeffer und mit den Kräutern. Und das ist das Entscheidende. Und das ist dann auch eine Geschmacksrichtung, die jeder individuell für sich entscheiden muss, was er mag und was er nicht mag. Meine Suppe war nach 12 Minuten fertig. Ich habe die 2 Lorbeerblätter rausgefischt und anschließend nochmal die Suppe verfeinert, und zwar mit Joghurt. Dazu habe ich mir etwas Suppe abgeschöpft und 2 gute Esslöffel Joghurt dazu gegeben. Verrührt und dann wieder zurück zur Suppe gegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Video mit der leckeren Suppe von Mutti. Ich werde sie jetzt gleich genüsslich verspeisen. Unten in der Infobox unten auf mehr Anzeigen klicken, findet ihr nochmal alle Zutaten und Mengenangaben und natürlich alle anderen Links zu meinen sozialen Netzwerken. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Vergisst mir nicht, in den Kommentaren nochmal kurz zu schreiben, was eure Lieblingssuppe ist. Das würde mich sehr gerne interessieren. Ich sehe euch nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.